Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Tech World 2 mit dem Sandro. Hallihallo. Wie man an ihm unschwer erkennen kann, hat er schon mal angefangen, die Power Armor ein bisschen auszuprobieren. Ich habe sie noch nicht, aber ich habe wunderschöne Schuhe an, sehe ich gerade. Er bastelt aber ein bisschen rum, probiert zwei, drei Sachen aus. Deswegen auch hier schon der hübsche Power Armor Tinkertable und ein paar Maschinchen. Die brauchten wir meistens, also der Maserator für die Kohle und Compressor und Metalformer halt, um die ganzen Kabelei zu machen. Dafür haben wir hier oben 9 Solarpanels und ich weiß, aus 8 Stück plus dem Zusatzteil kann man ein besseres machen, aber ich wollte die 9 erstmal behalten. Energieversorgung und hier hinten für die 3. So, genau. Das hat sich, ach ja, und die hübschen 4 Monitore, also die mussten einfach mal sein. Für Diamanten, Eisen, unsere guten Essence-Berries und, Enderperlen. Mit den Enderperlen, da hat sich nämlich dieses hier ergeben, das kleine schwarze Gebilde. Man kann da reingucken, man sieht, Spawner. Das ist unsere neue Monsterfarm. Ey, stell das sich einfach vor mir. Sauerei. Da drin ist auch ein Autospawner. Da habe ich nämlich einen Enderman gefangen. Wie das alles funktioniert mit dem Autospawner und ähnliches, werde ich euch die nächsten Folgen noch zeigen. Denn wir werden noch sowas ähnliches bauen, aber für Tintenfische. Einfach nur, weil wir da die Inksecks brauchen. Genau. Was haben wir noch gemacht jetzt, bevor wir offline waren? Habe ich Vorbereitungen getroffen. Da die Quarry irgendwann nicht mehr bei uns über dem Wasser sein wird, sondern in eine andere Dimension verfrachtet wird. Und ja, genau, das ist da das die Vorbereitung. Wir brauchen den Tisch, schon mal ein paar Buchstände für zwei Dimensionen und hier, wie ich die Dimension herstelle. Genaueres folgt noch. Hier haben wir einen Ofen, der so ein bisschen das rohe Zeug durchbrutzelt. Einfach nur, wenn wir es reinschmeißen, roh rein, zack, geht das automatisch da durch. Und hier haben wir schon mal ein paar Sachen vorbereitet. Durch die Mob-Farm bekommen wir Mob-Essenz, die wird hier zurzeit reingepumpt und wird auch dort wieder verarbeitet oder verbraucht, genauso wie wir dann für die Ink-Farm brauchen. Hier haben wir Lava, ist noch nicht viel drin, aber wird noch. Das wird noch. Flüssiges Ender, für was wir das alles brauchen, kommt noch. Die Tesseract, sage ich nur als Stichwort. Flüssigen Glowstone, einfach weil es eigentlich geil aussieht. Für viele Sachen können wir den nicht gebrauchen, aber für einige schon. Und flüssiger Redstone. Sehr wichtig. Werden wir sogar heute noch in dieser Folge gebrauchen können. Hey. Hui, krass, ne? Na? So, das hat man. Was gibt's noch Neues? Ach ja, ein kleines Gebilde an der Schmiede. Oder zwei kleine Gebilde. Einmal hier. Enchantment Table. Wird jeder kennen. Bücher, Enchantment Table, fertig. Der ist für unsere Waffen. Können wir eh nichts machen mit. Maximal noch für den Bogen. Schauen wir mal. Und eine Hühnerbraterei. Ach du Scheiße, sind da viele Hühner drin. Das sieht aus wie ein Wien. Also da passiert nichts weiter, als dass da oben ein Haufen Hühner drin sind. Die legen Eier, kommen in den Dispenser. Der Dispenser schießt die Eier rein, da kommen kleine Hühnchen drin. Dadurch, dass die noch so klein sind, passen die auf den Halbstep, werden die erwachsen, kommen die in die Lava, verbrennen. Und da unten ist ein Trichter, der pumpt das Zeug einfach da raus, was die droppen. Es verbrennt einiges, ist sehr uneffektiv, aber ich find's lustig. So, jetzt kommen wir eigentlich zur größten Veränderung hier hinten. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, tut mir leid, aber wie gesagt, es hat sich einfach zu lange hinausgezogen. Also, ja. Der Sandro hat extrem die letzten Tage gezüchtet, also wir haben jetzt schon wieder eine Weile nicht aufgenommen. Der hat ja gezüchtet, das ist eine wahre Wonne. Deswegen, die ganzen Pflanzen sind nur durch die Bienen gekommen und ähnliches. 10 Millionen Sachen hier in der Datenbank. Sieht man ein bisschen was? Ach, hier stimmt, ich habe ja auch ein paar für ihn gemacht. Ach, stimmt, guck mal, da sieht man es jetzt sogar. Ja. Die ich für ihn gemacht habe. Hier hat er seinen Indexer, 10 Milliarden Bienen grob drin. Obwohl er viele verbritzelt. Der Eckeli, ja. Mir machst du keine Ahnung, was das ist, wie das ist, das wollte mir Sandro irgendwann mal erklären. Wenn wir mal Zeit dafür finden. Hier macht er irgendwie Disketten für Bienenzüchtung und hier Mutantzeug. Ich habe ihm nur geholfen, ein bisschen bei dem Automatisieren hier mit dem Pumpen und so.
Da pumpt er hier, der macht ja eine Bienenzucht, das ist eine wahre Wonne. Ja, das ist jetzt der Großteil für die Liquid Essence, was ich da hier mache. Und das Mutantenzeug, da hier hinten der Mutator, das ist erst der nächste Schritt, was ich dann einleite. Aber dafür brauche ich noch ein bisschen mehr Energie. Ja, und da kommen wir zu dem Stichpunkt. Wir machen heute nämlich etwas mehr Energie. Uns geht die langsam zur Neige. Da hier hinten wird gut was verbraucht, obwohl hier noch die schlechten Leitungen sind. Wir haben mittlerweile die Kuhfarm. Siehste, da waren wir noch nicht mal fertig. Da war ich ja letztes Mal oder vorletztes Mal abgebrochen zwischendrin. Oder beziehungsweise kurz bevor ich ihn fertiggestellt habe oder wo ich ihn noch fertiggestellt habe. Genau. Da ist jetzt dieser Slaughterhouse. Wenn hier dann eine Kuh reinkommt, aber hier kommt kein Strom an. Muss ich später mal schauen, warum. Wenn die Kühe reinkommen, werden sie automatisch, wenn sie erwachsen sind, das muss man dazu sagen, geschlachtet. Daraus entsteht Mietsaft, Fleischsaft halt. Der kommt hier rein. Der Meatpacker nimmt dieses ganze Saft und presst das zusammen. Und daraus kommt Raw Meat Ingot und ab und zu mal so ein Nugget. Die Nuggets kann man natürlich wieder zu Raw Meat Ingot machen. Die brennen wir uns, also beziehungsweise braten wir uns und dann gibt's hier lecker Fleisch. Kann man gleich mal sehen. Die 4 Keulen füllt damit einmal auf. Einfach supi. So, und wir kommen zur Energie. Wir bauen uns heute einen Reaktor. Und mal das ganze Yellowit und Uranium und was wir alles haben. Da, wir haben noch 1600 Yellowit. Yellorium hieß es. Genau. Dazu, jetzt gehen wir erstmal da rein. Brauchen wir. Also wir machen erstmal einen kleinen Reaktor, der vielleicht so um die 800 oder so bringt. Ich weiß es noch nicht, wenn wir mal schauen. Dazu brauchen wir einen Controller, Glas, weil es einfach besser aussieht als nur solche hässlichen Casings. Ein Controller natürlich. Der Power-Tab braucht man auch. 2 Access-Ports. Und ja, genau. Der Rest ist, glaube ich, der Redstone-Port. Der kommt später, wenn man an- und ausschalten will. Genau, bam. Aber bevor wir jetzt das alles... Also ich kann euch nochmal zeigen, was das so kostet. Da brauchen wir diese Graphitbahn. Eine Graphitbahn bekommen wir, wenn wir einfach Kohle durchbrennen. Das war jetzt echt alles schnell gemacht. Da kommt halt mein Yellowit rein. Yellorium, Mann. Und davon brauchten wir so knapp 100 Stück, glaube ich. Hab nämlich hier schon mal soweit vorbereitet. Deswegen nehmen wir uns auch die Kiste mit. Hui. Da sind sie, die zwei, einmal ein Access-Port, wo das gute Zeug reinkommt und das schlechte raus. Also das Verbrauchte, aber das kann man später wieder aufbereiten. Da muss ich nur erstmal gucken, wie diese Maschine hieß, diese Aufbereiter. Ach, da ist er doch. Cyanid, das kommt nämlich raus. Reprocessing, da machen wir wieder andere Sachen draus und können die wieder reinpumpen. Werden wir dann später noch bauen. Und als Kühlflüssigkeit nehmen wir Resonant Ender, deswegen auch den Resonant Ender da hinten. So, jetzt gehen wir aber erstmal bauen. Ist da was? Bevor ich mir das jetzt immer einzeln rausnehme. Wo ist meine Portal Gun? Da. Rip. Komm mit. Das Ding ist so Cheaterei. Komm mit. So, und wir haben uns überlegt, hier hinten auf diese kleine Ebene wollen wir dann unsere 1-2 Reaktoren, je nachdem wie viel wir später noch brauchen, hinbauen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Grob abschätzen. Hier kommt der erste dann hin. Ja, den bauen wir gleich hier hin. Dazu brauchen wir erstmal die Reaktor-Casings. Ich habe einfach mal durchgerechnet, es müssten 44 sein. Wenn nicht, müssen wir noch welche nachmachen. 3, 4, 1, 2, 3, 4. War das jetzt 5? Ich glaube. 1, 2, 3, ja. Alles Neuland, deswegen kann ich erstmal nur zugucken. Davon habe ich nämlich noch gar keine Ahnung. Der Sandro lernt mit. Cool dabei. Oh, scheiße, wir brauchen noch einen Reaktor-Control-Rod, glaube ich. Warte. Warte mal, da muss ich selber nochmal gucken. Das müsste aber relativ schnell gebaut sein. Ich laufe da überhaupt mit 2. Wenn er nicht funktioniert, weiß ich, dass es, Wir brauchen, Pyrenium Dusk, oder wie das heißt. Ich muss da erst hinter Dings machen. Warte mal, wo ist der Controller? Reaktor-Controller? Nee, Direktor. Da, Reaktor-Controller-Rod. Ja. Shit, haben wir keine Graphitbahn mehr? Meieiei.
Raw-Uranium-Ingot. Oder halt ein Delorium. Achso, brauchen wir nochmal vier von denen. Und Yellorium. Fertig. Da ist der zweite. Der Episode Block, was er hier im Mann kommt, das ist nicht mehr normal. Oh ja, Episode Blocks haben wir echt einen Haufen. So, jetzt brauchen wir den zweiten noch. Und das. Die brauchen wir dann auch noch. Eigentlich können wir schon mal alles rausnehmen. Wo habe ich denn das Glas? Hast du das Glas? Was für Glas? Was ist unterwegs? Das, was noch da drin war? Spezielles Reaktorglas. Ich hab da nichts raus. Ich die vergessen zu bauen? Dann ist nichts Hä? mehr. Ne, deswegen ja. Add Big Reaktorglas, genau. Da fehlen doch noch einige. Bin ich jetzt doof? Vielleicht vergessen zu bauen. Möglich. Kannst du da mal was bauen? Hier ist das Zeug. Reaktor Glas. Leerzeichen Glas. Graphit dürften wir eigentlich genug haben. Hab ich die jetzt echt vergessen? Hoffe. So. Da kommt die Rod. Dann 1, 2, 3. 1, 2, 3. Halt, da kommt noch ein Vierter oben drauf. Au. Geht's auf? Geht's auf? Ja, es geht auf. Oh, hab mich nicht verzählt. So, dann brauchen wir die drei Dinger, die kommen. 1, 2, 3. Dahin. Au. So fahre ich den jetzt an der Hand runter. Mist, jetzt kann ich das nicht setzen. Weil ich runtergefallen bin. Tolle Wurst. Haben Ich wir habe noch halt noch. Graphit? Wenn im Lager nichts mehr ist, nichts Ja. mehr. Da dürfte eigentlich genug drin sein. Ja, ich wollte jetzt nur fragen, weil ich jetzt es nicht gesehen weil ich es noch So. nicht geguckt habe. Da kommt unser Controller hin. Und hier drüben würde ich sagen. Machen wir einmal Ein- und Ausgang. Das ist der Eingang, das sieht man. Und hier machen wir einen Ausgang draus. Zack, ist das nur noch der Ausgang. Und der Reactor Power Tab. Ich glaube, da tun wir es dann. At least one. Naja. Ich würde ihn ja gerne benutzen, aber. Schaut's aus. Wie viel brauchst du für den Warte mal. Reaktorglas? Gleich. Bau dir einfach mal ein Stick. Wir brauchen, ja, wenn du genug hast. Das sind 8. Das sind nochmal 8. Da sind es nur 6. Dürften 22 sein. Da 9, da 9, da 9. Ne, da auch noch 8. Geh mal her. Die Küste. 40, okay. Schauen wir mal, ob das Wenn reicht. es nicht reicht, sagst du einfach Bescheid. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht unbedingt reicht. Komm mal bitte her. Nimm mal bitte das Ding. Hier. Und tu das mal oben in die Mitte setzen. Ja, er hat schon eine Jetpack in seinem Teil. Genau, danke. Praktisch, oder? Ich hätte mich sonst hochbauen müssen. Eure Thema. So. Ach, scheiße, die oben muss man eh nochmal abbauen. Warum? Und ich brauche noch ein paar. Ich brauche noch so 8 Stück, glaube ich. Jetzt muss ich mich trotzdem nochmal hochbauen, hoffe. Willst du noch gleich einen zweiten Reaktor bauen? Wenn ja, aber Nee, noch also. nicht. Weil der wird dann größer. Ja, ich baue trotzdem mal ein paar mehr Glasscheiben. Ja, mehr bauen kannst du so oder so, weil. Dürfen dann nur mal bald wieder Sand durchbrutzeln, ja. Für Glas? Ja.
Nur noch 154. Oh ja, dann sollten wir mal beim nächsten Mal Gravity setzen, den Sand nicht aussortieren. Ja, das sollten wir echt mal machen. Warte mal, die kann ich erstmal einbauen. Ah. So, wieder jetzt in der Kiste. Jawohl, jetzt brauchen wir nämlich einen Resonant Ender. Irgendwo habe ich meine Treppe gebaut, weil ich ja nicht fliegen kann. Kommt aber auch die nächsten Folgen. Kommt dann auch die nächsten Folgen. Dürfte alles dicht sein. Eins. Die grüne Suppe. Hey, das ist ein Resonant Ender, ja. Das ist High-End-Zeug. War das Essen? Nein. Nicht. Aber trinken. Habe ich einen zu wenig gemacht? Oh ja. Drei? Warte mal, sechs? Ich hatte doch. Habe ich einen vergessen? Ich hatte doch mal acht gemacht, oder? Ach, bin ich blöd. Hab nur sieben gemacht, siehst du? So ist meine Vorbereitung, kannst du mal sehen. Voll von Arsch. Ja, voll von Arsch, sowas, ne. So, dann klauen wir uns ein bisschen Resonant Ender. Zack. Oder auch nicht. Müssen wir aber uns einsparen, davon haben wir echt nicht mehr viel. Ich wollte gerade sagen, irgendwie hat es gerade das nicht angezeigt. Mike. Guckt das schon wieder durch die Fenster. Solange wir noch nicht genügend Lava haben, kann ich es ja noch gucken. Ja, wenn die Lava dann drin ist, die pumpen uns dann irgendwann mal schön aus der Hölle. So, ja. Wo fehlt denn jetzt noch was? Hier im Eck, oder? Ja. Da über den Eck. So, dann... Oh. Ich bin so blöd. Was hast du jetzt wieder gemacht? Falsch gesetzt alles. Warum? Hol mal bitte noch einen Eimer. Weil ich es zu hoch gesetzt habe. Es muss ein tiefer, aber hier oben kommt doch Glas rein. Ah, toll. So, jetzt kann ich gleich wieder... Nein! Ist aber nicht reingefallen, ja, oder? Doch, aber der Port... Du kannst auch mal da reinhüpfen, das ist saugeil. in die Pfützen. Hüpf mal rein. Dich port jetzt irgendwo hin. Irgendwo hin portet dich, das ist random. Hast du jetzt da hingesetzt? Ja, gell? Ja. Gut, dann muss ich nur noch da. Ich geh mal in die Falle. Ja, bitte. Jetzt da noch. Da eins. Da noch eins. Da noch eins. Und da drüben das letzte. Läuft. Jetzt kann ich das Laser nicht einsetzen. Und ja, dann passiert. Dürfte er eigentlich connecten. Nice. Hör mal auf. Eigentlich sollte jetzt aussehen wie ein richtiger Reaktor. Oder? Hat er nicht eine extra Form gekriegt? Nö. Nee. Oh, scheiße. Hey! Ja, ich weiß, darf ich dann bestimmt wieder ein Portal setzen. Oh. Vielleicht hier eben abbauen. Na. Wieso will denn der nicht? Nee, halt. Guck mal, hier oben ist was. Hä? Das. Was? Was ist? Du hast hier gebaut? Ja. Controller Rods may only be placed. Okay, hab ich mich verpasst. Also unten kommt dann normal hin? Okay, ich dachte, da kommt auch was hin. Egal, aber den brauchen wir eh noch. Dann brauchen wir nochmal Reaktor. Casing, das sind sie doch gleich. Dann muss ich unten nochmal schnell puzzeln. Ich hoffe, der portet mich nicht gleich weg. Jetzt hat das war der Fehler. Okay, ich dachte, das war mit. So, jetzt haben wir einen Reaktor. Jetzt kannst du da drin Rechtsklick machen. Der ist zurzeit auch aus.
Jetzt müssen wir mal schnell ein bisschen Ilorium holen. Dazu brauchen wir das Ilorium, oder was? Genau, und ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Uran auch geht. So, und jetzt können wir den vollpumpen. Damit. Einfach in den Eingang reinschmeißen. Da ist einmal, komm mal her. Rup, da hüpft hier rum, da. Das linke ist der Eingang. Und das rechte ist der Ausgang. Also, der verbrät das Zeug zu was anderem. So, jetzt haben wir da einfach rein. So, mehr geht gerade nicht. Jetzt siehst du, wenn du reinguckst, das Ding in der Mitte, was holbar, ist jetzt gelblich gefilmt. Da ist nämlich jetzt das Ledorium drin. Ja. Und jetzt hier vorne, siehst du, Reaktor ist 100% gefüllt, wenn du hier draufklickst auf das Ding. Boah. Also der ist mit Ledorium voll und jetzt Auto Waste Ejected. Jetzt können wir ihn activaten. Jetzt siehst du dann, rechts geht die Temperatur hoch und rechts der Output. Energiepuffer, was bringt denn jetzt? 235 F schafft er. Wie viel machen, da machen wir ja mal mit unserem. Wieso macht denn der so wenig Power? Da geht er mehr. 38. Dann machen wir mit dem unseren. Na gut, der muss erstmal mal gucken, was er jetzt an Reaktorhitze noch hinkriegt. Da wäre jetzt die beste Kühlflüssigkeit, die geht drin. Aber das ist jetzt nicht viel, was er da macht an Power. Rundet? Gute Frage. 115 Grad. Mehr geht nicht. Müssen wir halt mehr Fuel Rods wahrscheinlich bauen. Müssen wir größer bauen. Ich dachte eigentlich, der bringt ein bisschen mehr. Schade. Aber es ist zumindest schon mal wieder Energie. Ja. Wird jetzt automatisch bei uns in den Tank, also in die... Noch gar nichts. Noch ist gar kein Strom angeschlossen. Dazu brauchen wir erstmal ein paar Hardenet-Kabel. Brauchen wir sogar noch ein paar mehr. Brauchen wir ein paar mehr, ja. Komm rein damit hier. So. Ach, kommen noch ein paar. So. Dann wollte ich eh noch schnell noch eine nehmen wir doch erstmal die. Nein, nicht Leadstone Hardenet. Nehmen wir erstmal die Energiezelle hier. Dass wir das zwischenspeichern, obwohl es auch im Reaktor genug gespeichert wird. Aber ich habe eigentlich gedacht, ich habe letztes Mal auch so einen Reaktor gesehen, der hatte 800 Output. Deswegen wundert es mich gerade. So, jetzt müssen wir oben noch. Oben. Input. Langsam kommt's, aber. Na, der bleibt bei 238. Müssen wir noch mal gucken. Wie wir den noch ein bisschen aufpimpen können. Vielleicht müssen wir halt wirklich noch mehr Rods da drin machen, dass wir den einfach noch vergrößern. Und dass er dann 4 oder 5 Rods drin hat. Aber... In Rods jetzt wieder. Das sind diese Stäbe da drin. Dieser gelbe Stab da drin, wo das Reaktorzeug wirklich verbrutzelt wird. Ja, ihn mit 4 Stück aufsetzen. Zum Beispiel. Am besten, oder? Ja, aber normalerweise sollte der... Wie gesagt, ich habe diesen selben, so wie er hier ist. Mit Ilorium, glaube ich, wurde auch betrieben, ja. Der hatte 800 RF Outpost. B38. Wir haben gerade mal 238, ja. Aber das soll es erstmal gewesen sein. Damit beschäftigen wir uns noch ein bisschen. Und ja, wir sagen vielen Dank fürs Zusehen. Wir hoffen, euch hat's gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.